Hallo Freunde des gepflegten Videospiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall. Ich bin Rio aus Sendung. Und, Moment, nach mir war Keanu? Weehawk ist dran, genau. Wieso hat er mich genau hier abgestellt, mitten in einem Kampf gegen ein Kappe? Oh mein Gott! Ich meine, oh mein Gott! Das kann Kaminari niemals im Leben... Moment mal. Irgendwas an der Sache ist faul. Ich könnte schwören, ich hätte mehr trainiert. Aber ich hatte ja Keanus Part gesehen. Von daher müsste das so eigentlich hinkommen. Ach egal, wir finden erstmal raus, wo wir überhaupt stehen. Ich vermute, wir wollten Kaminari mal trainieren. Damit es möglichst bald eine Elektroattacke lernt. Aber wo zum Geier sind wir? Ich meine mich zu erinnern, dass Keanu im Einheitstunnel aufgehört hat. Von daher ist es, glaube ich, auch gar kein Problem, dass ich jetzt, wenn ich seinen Part gesehen habe, aber nicht Weehawks Part, keine Ahnung habe, wo ich eigentlich mich befinde. What? Warum sind wir hier? Jungs? Was zur Hölle treibt ihr? Egal. Ich hinterfrage das einfach mal nicht. Die werden schon wissen, was sie tun. Aber warum sind wir wieder aus dem Einheitstunnel draußen? Ich meine, was hat Weehawk gemacht? Hat er den Orden geholt, oder? Ich glaube, Keanu hat einfach hier alle möglichen Trainer ausgelassen und ich darf jetzt hier alle verprügeln mit Ruka, der irgendwie voll überpowered ist. Oh, da fällt mir gerade ein, die EP sollten ja eigentlich für Kaminari sein. Ach ja, die bisschen XP, das ist nicht schlecht, wenn Kaminari, wenn Ruka hier noch ein bisschen was bekommt. Ich meine, hey, warum nicht? Alles meins. okay, da sitzt noch ein Quatschlamm, dann hauen wir jetzt mal Kaminari hinterher. Go, Kaminari! Thunder! Ah, seit 2 Minuten hänge ich hier rum und bin vollkommen planlos, was ich eigentlich machen muss. Das ist nicht herrlich. So muss das Leben sein. Das Leben eines Pokémon-Trainers. Mit Seifenblasen beschossen werden, das hat jeder gern. So, nochmal Tackle. Bam. Ja, noch ein kleines bisschen, da habe ich. Jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise meine Frage wird sich wahrscheinlich gleich aufklären. Soweit ich mich entsinne, wurde Rüdiger im Kampf gegen einen Psycho oder so rausgelassen im Einheitstunnel. Das bedeutet, er hat entweder die Themen aufgehoben, die ich haben wollte, oder er hat sie nicht aufgehoben. Oder er hat sie aufgehoben und jemandem beigebracht. Ich gucke einfach mal nach. Ah, okay. Gut, er war da und hat sie aufgehoben. Das freut mich sehr. Weil Sternschau ist sehr praktisch. Okay, der ist schon weg. Dann können wir unseren Weg fortsetzen. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Nichts Sinnvolles für mich jedenfalls. Aber hier müsste was liegen. Oh yeah. So, okay, gut. Mir fällt auch gerade jetzt auf, wenn ich mal das komplette Team überdenke, wir haben kein Wasser-Pokémon. Wir haben zwar jemanden, der Surfer lernen kann, aber wir haben sonst im Allgemeinen überhaupt kein Wasser-Pokémon. Das heißt, früher oder später, wenn wir auch so Attacken wie Kaskade zurückgreifen müssen, werden wir jemanden aus dem Team schmeißen. Für kurze Zeit. So, und hier kann ich mich überall vorbeimogeln. Ich weiß nicht, ob sie den Phlegmon-Brunnen bereits geklärt haben. Ich vermute es mal weniger, weil wir hier sind. Wahrscheinlich hätte Rüdiger überhaupt keinen Plan, was er machen soll, ist nur doof durch die Gegend gerannt. Ich unterstelle ihm, dass ich bin dreist. Ich weiß, tut mir leid. Wir werden ja sehen, wo wir rauskommen. Wenn ich überhaupt mal hier wieder rauskomme. Es könnte aber genauso gut einen guten Grund haben, dass er nochmal zurückgegangen ist, außer den Trainern. Aber der nächste Weg führt durch den Steineichenwald, von daher ist es für mich relativ sinnfrei. Oh, mein Mikrofon haut ab. Dankeschön. Ja, für mich ist es von daher relativ sinnfrei, dass wir hier irgendwo rumrennen. Wieso? Guck auf die Attacken, Junge. Konzentrier dich. Hier, so, Lebensstelle ins Gesicht. Bäm und so. Und ich dachte, ich bin mal nicht derjenige, der planlos durch die Gegend eiert. Was habe ich davon? Warum kämpfe ich überhaupt gegen dich? Bin ich bescheuert? Ich verschwende nur meine Zeit. Seht ihr, ich bin schon total abgelenkt. Das hat sich gar nicht gelohnt. Fuck. Ich wollte doch was erreichen. Stattdessen renne ich hier sinnlos durch die Gegend. Menno. Rüdiger, was hast du gedacht, mich hier abzustellen? Sehe ich gar nicht ein. Ich würde mich an ihm rächen, aber geht leider schlecht, weil Keanu ist nach mir dran. Von daher kann ich das leider vergessen. Ich will fliehen. Thanks. So, wo ist der Ausgang? Alter, ist mal gut! Hallo? Ach, was ist die Encounter-Rate hier? Maximum? Nonplusultra? Absolutes Ende? Fuck you. Will nicht. Denied.
Ah, oh, ich krieg hier gerade voll den Stress. Es sind 5 Minuten um, ich hab... Fick dich, ganz ehrlich! Was soll das? Wieso steht hier noch jeder? Mann! Kriegst kotzen. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Ich wette, wenn die sich den Part anschauen, werden die lachen. Rio voll Enrage. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mittlerweile sogar gelernt haben, meinen Namen richtig auszusprechen. Die sagen immer noch Ryo. Obwohl das Y einfach wie ein I ausgesprochen wird und nicht wie ein Ü. Also nochmal zum Mitschreiben, es ist nicht Ryo Hayato oder Hayatu, sondern Ryo Hayato. Ich kann es auch nochmal buchstabieren oder singen, je nachdem wie es beliebt. Und nein, ich bin nicht pedantisch oder kleinlich. Oder wie heißt denn das Wort? Es fällt mir das Wort nicht mehr ein. Verdammt! Wie hieß es denn? Verdammt, jetzt hatte ich es gerade. Egal. Und ich wollte wechseln. Yay! Yay for me! Sandsturm. Ich lasse mich ablenken. Schade, dass es hier noch keine Abilities wie Sandschleier gibt, aber ich glaube, die hätte ich sowieso nicht. Ich glaube, ich bin tot. Autsch. Dame. Okay, Skull kann ich schon mal voll vergessen. Das wird hier derbe auf die Schnauze bekommen. Ich setze mal auf Osiris. Oh, Osiris? Oh, Osiris? So, aber Schnabel sollte hier ganz schön was helfen. Beziehungsweise Nachtnebel? Ich weiß nicht, ob Kampf, ob Geist auf Kampf effektiv ist. Ich setze mal vorsichtshalber auf Schnabel. Hauptsache, ich habe garantierten Schaden. Und ich vermute mal, ich werde das Team noch mal ein bisschen aufstufen müssen, weil die beiden faulen Säcke haben ja überhaupt nichts zum Training beigetragen. Zum Glück gibt es hier hohes Gras. Also werde ich das Teamlevel mal ein bisschen anheben. Allein, weil ich Keanu einen Gefallen tun will. Ich bin ja kein unsozialer Arsch, der einfach mitten im Kampf rausgelassen wird und absolut keine Ahnung hat, was er zu tun hat, wohin er muss, worin der Sinn des Lebens liegt. Und ich wette, die haben auch nicht den geheimen Hyperheiler aufgehoben. Was ich mir alles an Scheiß merken kann, das glaubt ihr gar nicht. Das habe ich gesagt, die haben es nicht mitgenommen. Mann, das geht doch nicht. Immer mir die Arbeit geben, immer auf kleinen Ryo alles abwälzen, das finde ich echt nicht in Ordnung, Jungs. Finde ich nicht in Ordnung, ich meine... Ich gebe mir doch schon meine äußerste Mühe, hier mitzuhalten und meine Arbeit ordentlich zu machen. Aber ihr sollt's mir doch nicht so schwierig machen, Mensch. Keanu, du hast doch Rüdiger, mobb den, aber nicht mich. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht warst, weil Rüdiger und so. Ach, ja. Schönes Spiel. Kann man gar nicht anders sagen. Jo, wer bist denn du? Crystal, was? Du willst, dass ich dir ein paar Bälle herstelle? Huch, Mikrofon. Mann, dass das Spiel so pervers ist. Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich werde dir sowieso darüber erzählen, weil ich ein alter Mann bin. Team Rocket ist eine üble Bande, die Buchen auf ihren Zwecke einsetzen. Wenn man sagt, dass sie vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie im Brunnen und schneiden den Fleckmons von den Routen ab. Genau, die Routen von den Fleckmons. Nicht andersrum, um sie zu verkaufen. Also werde ich eine Lektion erteilen. Heute durch Fleckmon, der alte Gott ist auf der Weg. Go, go, Power Ranger. Alter, was ist denn von auf dem Zahn drauf? So, okay. Wer ist eigentlich vorne gerade? Ich glaube, Ruka. Fleckmon-Brunnen. Wie? Hä? Steht der nicht eigentlich? Mist, ich stand oben wach, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Das war ziemlich weit gefallen. Ich glaube, ich lasse mein Wut bei Sandy aus. Oh, die Team Rocket-Musik ist geil. Boah, ich rede ja von voll dem Ohrwurm. Okay, die Bissattacke hat ziemlich reingehauen. Hälfte Schaden, Hälfte KP-Schaden. Oder? Ich würde sagen, so knapp die Hälfte. Ne, war genau die Hälfte. Sehr schön. Das bedeutet Level 15. Ruka haut hier ordentlich rein, aber ich glaube, ich sollte es mal... Kreideschrei. Nicht so schön wie Schwertanz, weil es nur gegen einen Gegner ist, aber es senkt die Verteidigung um 2 Stufen. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Das könnte uns später mit Steinhagel helfen. Hat noch einen Radfratz, da tauschen wir mal aus. Wir brauchen noch andere Pokémon. Oh, warum sind die alle so schwach? Jungs, trainiert ihr überhaupt? Ich weiß ja nicht, was ihr so macht. Däumchen drehen? Goddammit. Ich bezweifle auch stark, dass ich hier alles schaffe. Also ich werde vermutlich wieder einen Teil Arbeit auf Keanu hier abwälzen müssen, genau wie die Arena.
Ich würde mal glatt darauf wetten, dass die Arena, wenn Keanu sie nicht komplett schafft, wieder der Arena-Kampf auf Weehawk zurückfällt. Aber sonst ist es wieder schön, dass ich jetzt mal, nachdem Rüdiger hier in Hamburg war und mit Dedelic, mit Poki? Poki hieß er, oder? Ja, Poki. Hier sein Spiel aufgenommen hat. Und ich setze hier mal einen kurzen Schnitt. So, normalerweise schneide ich ungern mitten im Video, aber das war leider zwangsläufig notwendig, da ich wieder unangemeldeten Besuch bekam. Passiert leider relativ häufig. So, ich sortiere die zum Schluss nach Levels. Mich ist mal Kiminari. Läufst du. Mann! Boah, Entschuldigung. Es kommt gerade alles auf einmal, das ist echt schrecklich. Schrei so viel du willst, das wird dir sowieso nichts helfen. Ist mein Mikrofon richtig eingestellt? Ja, gut, sagte ich gerade eben schon. Okay, komm. Dich mache ich fertig, Mädchen. Wir sollen auch in den Pokémon. Vielleicht mal ihre roten Apfel drin. Ja, versuchen alle zu besiegen. Bitch Slap. So, da wollen wir nochmal schauen. Sie hat zwei Pokémon. Subat. Also ich bezweifle definitiv, dass ich den nächsten Kampf noch schaffe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher schneiden. Es sei denn, das kostet mich mehr Zeit. Ich weiß es nicht. Ihr kennt ja, dass Zubat dafür bekannt ist, diese nervige Attacke namens Superschall gerne sehr oft einzusetzen. Es gibt selten Attacken, die ich so sehr... Boah, ey, nee. Es gibt selten Attacken, die ich so sehr hasse wie Superschall. Oder wenn mein Pokémon zu dämlich ist, mit einer Attacke mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ich meine, die Chance steht... Moment, Alter, unterbrech mich nicht! Sehe ich gar nicht ein, fick dich. Ich glaube, ich mache hier bald mal FSK 16 dran, weil ich die ganze Zeit vor mich hinfluche. Okay, jetzt war ganz dumme. Wenn die Attacke eine maximale Wahrscheinlichkeit von 100 hat, wie hoch ist denn der Anteil an Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben haue oder treffe? Ich glaube, 9 zu 10 bei 95, oder? Nee, 19 zu 20. Wenn man es in 5er Schritten rechnet, schon. Ja, genau. Egal, vergesst, was ich gesagt habe. Kaminari ist nicht mehr verwirrt, gut. Ich meine, das Zubat geht down. Ich verwirre mich gerade sowieso selber, von daher. Es gibt ordentlich Erfahrung. Und Rettern kommt hinterher. Mit Rettern werden wir jetzt auch noch locker aufnehmen, würde ich sagen. Wenn es Level 11 ist, wir klatschen jetzt auch ein paar Tackle-Attacken um die Ohren. Richten aber nicht so extrem viel Schaden. Das heißt, wenn er jetzt mit Wickel gleich ankommt, dann hat Kaminari ein fettes Problem. In den alten Editionen konnte man zwar nicht angreifen, aber tauschen. In der neuen Edition kann man angreifen, aber nicht mehr wechseln. Hat seine Vor- und Nachteile. Okay, noch zwei Attacken, dann haben wir das. Vorausgesetzt, wir überstehen das. Das wäre nämlich gut für Kaminaris Erfahrungspunkte. Wie viel Schaden macht das? Okay, wollen wir das riskieren? Nee, wollen wir nicht. Oder? Ach, scheiß drauf. Mein dritter Vorname ist Risiko, von daher. Okay, I'm fucked. Yep, das killt mich. Dumm gelaufen. Oh, nein! Komm, treff. Ah, ich hab gewonnen. Cool. Yay for Kaminari, ich hab dich unterschätzt. Tut mir leid. Gute Arbeit. Du volllauter Spike. Das nehme ich mit. Ich würde sagen, viel kann ich eigentlich schon gar nicht mehr machen. Ich werde einfach hier dann den Part langsam. Holy shit, war das knapp. Ich würde sagen, ich beende hier mal den Part, setze Keanu hier an der nächsten Stelle ab, dann kann er sich mit den Typen da anlegen und macht dann weiter. Bis dann sage ich, ich trainiere noch ein kleines bisschen. Einfach nur, weil ich sozial bin, im Gegensatz zu den anderen beiden. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Ryo Hayato. Ich bin Ryo Hayato, ich klinke mich aus. Bis dann, ciao und so weiter. Tschüss.